Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zum ersten Spiel in der DBBC World Cup Liga, richtig? So ist es. Ja, und da habt ihr auch gerade eben schon meinen Gegner gehört, den Value-Drücker. Nein, es ist Galterion und ja, es ist tatsächlich ein und dieselbe Person, die schon mal gegen mich gespielt hat, allerdings kannten wir uns da noch nicht. Ganz genau. Ja, ich freue mich auch schon riesig. Ja, und, also der Galterion ist wirklich ein ganz, ganz Lieber. Er hat mich auch abonniert. Dann erst recht. Ja, und inzwischen denke ich da selber ja auch schon ein bisschen anders drüber, aber man muss dazu sagen, es ist, glaube ich, schon ein Unterschied, ne? Wenn da jemand wie du, der schon so viele Jahre Blood Bowl spielt, auf jemanden trifft wie ich, der, ich sag jetzt mal, zwar schon jahrelang davon gehört hat, aber es selber nie wirklich aktiv gespielt hat, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde nach wie vor, du spielst ganz hervorragend, Möb. Da musst du dir also gar keine Gedanken machen, weil ich verfolge auch deine Dunkelelfen nochmal. Darauf bauend habe ich ja noch eine Dunkelelfenmannschaft eröffnet, die jetzt auch ihren 5. Sieg in Folge hatte. Aber es ist spannend. Also ich bin gespannt, was dieser World Cup mit sich bringt. Hängt natürlich auch immer wieder vom Glück ab, ne? Auf jeden Fall. Also gut, wir drücken jetzt einfach mal auf Party starten und vielleicht können wir ja sogar noch während des Spiels mal so ein bisschen drauf eingehen. Also man sieht ja hier schon, es sind Gruppen. Es ist ein bisschen anders. Also im Grunde ist es eigentlich eher wie in der ATL, nur dass wir halt mehrere Gruppen haben, ne? Ja, sehe ich auch so. Und das ist irgendwie auch ein bisschen schöner zu sehen, wenn man sich mal die anderen Gruppen angeguckt hat. Da sind sehr, sehr starke Bechermannschaften drin. In unserer Gruppe, wo ich einen Becher spiele, ist es ja eher, dass es sehr viele Elfen sind, ne? Ja, es gibt noch einen Hochelfen, es gibt noch einen Menschen und, oh Gott, den letzten habe ich jetzt gerade eben gar nicht mehr auf dem Schirm. Dunkelelfen sind noch zwei Stück dabei. Okay. Ich spiele ja nur Hochelfen, weil ich ja von Natur aus so ein Hochelfen-Fan bin. Ach so. Ja. Ich habe schon in Warhammer Fantasy Hochelfen gespielt, war meine erste Armee. Und es ist auch die größte. Ich glaube, da habe ich. Also, wenn ich alle besonderen Charaktermodelle hinzunehme, habe ich, glaube ich, 12.000 Punkte rumstehen. Alter Schwede. Ich habe die auch schon mal aufs Feld gestellt. Boah, das ist natürlich. Habe ich alleine gegen zwei gespielt. Wahnsinn, ey. Ich glaube, das müssen wir auch mal irgendwann nachholen, weil ich habe auch ungefähr denselben Punktestand an Chaos zu Hause stehen. Let's Play an der Platte. Chaos ist auch cool. Ich habe selten gegen Chaos gespielt. Mhm. Gegen Chaos habe ich bei mein allererstes Spiel damals, glaube ich, sogar gewonnen. Aber ich habe extrem defensiv gespielt. Du musst ja sturmreif schießen, ne? Mhm. Ja, du super krass, was Beschuss angeht und Magie, ne? Da gegen Imperium war ich das allererste Mal total überrascht. Da habe ich es gerade noch so auf ein Unentschieden hingekriegt. Weil ich habe die Kriegsmaschinen von denen total unterschätzt. Mhm. Da setzt er halt auf Ritter, ne, und also selber auf Elfenritter und dann kommt halt mal so eine Höllenfeuersalbenkanone und rasiert die halt mal weg. Ja, allerdings. Hat sich aber auch viel getan im Warhammer-Universum, von daher, also für die Fantasy-Spieler, die wissen das ja besonders, aber es hat sich echt enorm viel gedreht und macht aber auch trotzdem noch Spaß, wobei ich jetzt dieses Age of Sigma nicht empfehlen kann, ich persönlich. Also Freunde von mir, also ich habe ja zwei Kommilitonen, mit denen ich Warhammer spiele. Und die verweigern grundsätzlich Age of Sigmar, nachdem sie sich die Regeln durchgelesen haben. Ich habe gesagt, ich würde es probieren, aber ich habe jetzt auch keinen Bock dafür, in den Games Workshop zu gehen. Dafür bin ich zu alt. Ja, ich verstehe. Bin völlig d'accord. Wobei das Lustige ist, die Typen kennen mich bis heute. Ich bin da mal neulich mit einer Abstinenz von 3 Jahren hingegangen. Da war immer noch dieser eine selbe Mitarbeiter in diesem Stuttgarter. Ding und ich komme da rein und der begrüßt mich sofort mit meinem Vornamen. Ich dachte, yes, du machst den richtigen Job. Ja, das glaube ich gerne. Da fällt dir nichts mehr ein, ey, ne? So, jetzt muss ich erstmal hier die richtige Aufstellung finden. Ja, genau. Denn wie man sieht, ich habe, ja, ich sage jetzt mal ein billiges Thema gewählt für meine Hochelfen. Das ist ja eine Mannschaft aus Kalidor, das sind die Kalidor Emerald Dragons und deswegen sind die einzig wirklich wichtigen Spieler die Blitzer, weil die aussehen wie Drachenbrücken von Kalidor und der Rest sind alles Silberhelme. Nur Silberhelme. Genau. Die haben auch einen Namen, aber halt, die heißen halt Silberhelm bla bla bla
halt die Blitzer haben halt wirklich, das ist ein Prinz, Elenon der Erste. Und also ich habe denen schon Nummerierungen gegeben, ich ahne schon was. Sehr cool. Ja, ich hatte es ja schon angedeutet. Bei mir ist es ja so, der Best Bashers, ne? Klassischer Ork-Name. Was sich dahinter verbirgt, wirst du dann vielleicht auch noch erfahren oder spüren. Ich hoffe mal nicht. Letztendlich da, die Truppe ist mein Freundeskreis, mein Engster. Und ich habe die Hoffnung, dass du keinen tötest, weil ich habe noch keinen Sunny. Naja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich mit Elfen spiele, in der Regel nur einmal durch die Rüstung durchkomme, aber dann meistens mit einem Schwarzorg oder Troll. Und dann auch gleich richtig. Mach mal eine ganz andere Aufstellung gegen dich, weil deine Bewegungsreichweite ist ja jetzt eher begrenzt. Das, ja. Da muss ich nicht so tief stapeln, wie zum Beispiel jetzt in mit meinen Dunkelelfen, wie ich das ja immer so mache, ne? Hm. Wo ich dann diese Kastenformation immer hinstelle. Ja, aber die funktioniert mega gut, ne? Also nochmal, ja. Ich habe mich wirklich enorm inspirieren lassen durch deine Dunkelelfen. Also selbst als alter Hase kann man noch was dazu nehmen, wenn man Let's Plays guckt. Und ich musste feststellen, die sind fantastisch toll zu spielen. Also ich bin sonst immer nur so Becher-Mannschaften gewöhnt, aber du kannst ja mit Dunkelelfen wirklich alles spielen, das ist ja irre. Stimmt, und du kannst ja auch im Grunde fast in jede Richtung entwickeln. Ja, völlig irre. Da fehlen ja also zwei Level-Ups und oh, jetzt wird's lustig. Oh nein. Hey, den einen kannst du mir schon mal nicht kaputt hauen. Ja gut, du hast glaube ich tatsächlich einen mehr verloren, ne? Ja. Hast du das Spiel gesehen, ich gegen Myratax in der ATL? Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Ich gucke derzeit den World Cup vermehrt und ich hatte halt eben die Community gerade, ne? Das ist okay. Halt mein persönliches Lieblingsthema. Okay. Nee, bei der ATL fing es nämlich genauso an, habe ich gegen Myratax gespielt und bei ihm sind, glaube ich, am Ende noch 4 gestanden oder 5. Ach du Schande. Ja, und ich dachte, er ist mich jetzt hart getroffen. Aber, ja, der Nächste sieht Sterne. Halleluja! Du hast auf jeden Fall schon mal clever den Ball zugestellt. Das vernachlässigen ja viele. Gerade als Ork-Spieler, ne? Das passiert einfach zu oft, als dass du das irgendwo kontrollieren kannst. Ich meine, du hast zwar irgendwo eine Chance, den besser aufzuheben, aber den Rerolls, das muss man sich immer ganz gut einteilen. Ja, das stimmt. Und ja, vor allem, guck, du hast schon Ballgefühl gebraucht und dann war es auch noch Punktlandung. Oh Mann. Ja, wollen wir mal gucken, ob meine Frau, das ist übrigens da Lady Nika. Ah. Der Troll. Das hat jetzt nichts damit zu tun. Weiß sie das? Das weiß sie. Ja, Entschuldigung, aber ja, hier möchte ich meiner Frau nochmal danken für den ersten Silberhelm. Ja, ich wollte gerade sagen, die ist bestimmt ein Herzchen. Ja, mit dem Herzchen. Oh Mann. Ja, jetzt fangen die Gemeinheiten an, ich sehe es schon hier. Immer auf die Schwachen, ne? Außerdem hast du spitze Ohren. Ja, das ist immer die Ausrede, die ich seit über einem Jahrzehnt höre. Ach Gottchen. Dann müssen wir jetzt halt dann doch mal mit krankem Scheiß anfangen. Mhm. Ja, ich sehe schon. Mehr geht nicht. Oh, hier. Nein. Yes. Ja, das stinkt jetzt ein bisschen. So ohne Dodge, ne? Ist das doch ein bisschen... Ja, allerdings. Okay. Dann halt so. Habe ich schon mal gesagt, ich mag Elfen nicht. Möglich. War ich nicht anwesend. So. Wie machen wir das jetzt? Ich glaube so. Ich hätte ihn halt echt woanders hinprügeln sollen. Ich bin so eine Pappnase. Wenn ich nach links gehauen hätte, wäre es kein Thema gewesen. Ja, genau. Ich habe auch innerlich im Strahl gedacht, oh Gott. Ups.
stellen wir ihn halt einfach schon nochmal auf und dann hoffe ich, dass du dieses Mal den Ball nicht hochkriegst. Oder nicht wegkommst von ihm. Ja. So, dann wollen wir mal. Ich hasse die Rolle. Darf ich dir übrigens noch was sagen? Also ohne, dass das jetzt eine Wertung hat. Und ja? Zwar, darf ich dir einen Tipp geben? Natürlich! Du darfst auch aufgeben! Mir ist mal was aufgefallen, und zwar ist häufiger schon mal die Situation da, dass du nicht immer eher komplett aufstehst, so wie ich das jetzt gerade mache, weil ich so nervös bin. Ich weiß, ich weiß. Den Fehler mache ich leider extrem oft, weil ich immer so einen Plan im Kopf habe und dann so manche von den liegenden Spielern sind dann einfach für diesen Plan nicht wichtig, weißt du? Und dann denken die halt, komm, die stellt sich später auf. Mhm. Und ich muss mir das noch abgewöhnen. Das ist, glaube ich, halt einfach noch so ein bisschen diese Unerfahrenheit. Yes. Finde ich gut. Oha. Nee. Der kommt auf meine Liste, der Typ, weißt du das? Ich habe Ahnung, also ich atme hier so schwer, wie irgendwie, als will ich hier gerade Hochleistungssport betreiben. Ach, komm schon, André, ich bitte dich, schlag zu. Er sitzt gerade im Wuppertal. Aber er macht nicht ganz, was er soll. Ja, ich würde mir ja wünschen, ich hätte schon Blotsch, ne? Oh. Ich froh, schade, mit dem Falschen. Ja, das nehme ich auch. Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist echt, ich muss mich wirklich konzentrieren. Also hier Elfen sind. Ja, ich habe den Vorteil, dass ich es gewöhnt bin, nebenher zu babbeln, ne? Ja, das ist Wahnsinn, ne? Ich hoffe, das stört nicht zu sehr, dass ich jetzt irgendwie immer nicht ganz reagiere. Das ist etwas, was man wirklich gewöhnt sein muss. Also wenn du es nicht gewöhnt bist, das habe ich schon gemerkt, dann geht ganz, ganz viel vom Skill weg. Ich finde zum Beispiel sehr, sehr günstig, dass wir 4 Minuten Zeit haben pro Zug. Ne? Das ist ja jetzt im Vergleich zu den 2 Minuten, die wir in der Standardliga haben, ja ein riesen, riesen Unterschied. Das stimmt. Wobei in der normalen World Cup Liga hat man ja auch so affig viel, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Ah Gott, alles ein bisschen doof hier gerade eben. Ich sag auch direkt, ne, egal wie das Spiel ausgeht, ich mag dich danach noch, ne? Sehr gut, sehr gut. Das macht dich sehr sympathisch. Ja, komm schon, geh da hin. Dann haben wir jetzt immerhin hier schon mal die Möglichkeit. Also oh nein. Willst du wohl nicht gleich hier unten zuschlagen, ne? Ich sag nur, wir sterben Orks. Das geht gar nicht. Ich bin schon am Überlegen, wie ich das jetzt hier gleich am besten mache. Geht es dahin? Mag ich nicht. Und dann passiert das. Das ist immer so bei mir. Immer dann, wenn es wichtig wird, dann versagen die Würfel. Ja. Boah. Ah, nee. Ja, das nehme ich so. Gut, dann können wir hier noch was machen. Und wenn's nur schief ist. Ups. Also was den Angriff auf den Ball angeht, bin ich meistens recht kompetent, aber danach hapert halt, weißt du, dann liegt das Ei halt wieder rum. Ich sag's jetzt mal auf die ganz klassische orkische Art und Weise, das Spiel hat einen Ball. Ja, ich weiß, das hat Raik hier, der Ork-Spieler in der ATL, uns gesagt, weil sie laut Geschichte haben die Orks 200 Jahre gebraucht, um zu begreifen, dass es in diesem Spiel einen Ball gibt, ne?
umso witziger wird's, wenn ein Schwarzorg den Ball bekommt und also zufällig halt, ne? Und der guckt sich das Ding wahrscheinlich an. Was? Wie? Wo? Ist ja gar kein Kopf. Au, au, au. Nee, du, ich muss dich ein bisschen dezimieren. Also vielleicht ein kleiner Hinweis zu meiner Taktik. Ich versuche jetzt natürlich einige Elfen loszuwerden. Mhm. Ich wünsche dir einen Skull. Ach, shit. Nee, nee. Okay, aber der kommt wieder. Ja, es geht nur darum, 9 gegen 11, 9 gegen 11, 11 lässt sich dann doch besser spielen. Ja, noch sehe ich das positiv. Weißt du, du hast 3 Orks gebraucht, um einen rauszubringen. Stimmt. Aui. Das ist natürlich eigentlich ganz hübsch. Oh. Natürlich geht meine Rüstung kaputt. Dinge, die man halt so kennt. Moment, dann gehst du jetzt mal hier hin. So, Amtshandlung Nummer 1. Jo. Ui! Oh oh. Hier sterben Orks. Ja, ist doch nur eine Lähmung. Ja. Der soll nicht so tun, ey. Hat doch gar nicht wehgetan. Glaubt dem doch eh keiner. Gucken wir uns jetzt dekorativ den Ball an, ja? Mhm. Hey, die Befürchtung, wenn du das versuchst, mit Orks lange durchzuhalten, könnte das anstrengend werden. So, jetzt machen wir mal das da. Oh. Also bis jetzt läuft's. ich lasse es auch völlig unkommentiert. Moment, jetzt muss ich Dinge tun. Dinge, die vielleicht ein bisschen eklig sind. Ja, weil sie nicht klappen. Mhm. So. Wupp, wupp. Ich bin dafür bekannt, dass ich manchmal ein bisschen frech spiele. Ja, du, ich hab, nochmal, ne, das ist... Oh. Manchmal rächt sich das auch. Aber mit dem letzten kann man sowas machen. Ja. Das Gute ist, du kannst jetzt maximal einen Elfen wegbringen, weißt du? Mhm. Definitiv. Und da will ich auch nicht riskieren, ehrlich gestanden, dass da irgendwas passiert. Übrigens, grandios fand ich tatsächlich den einen Spieler, der nicht erkannt hatte, dass hinter seinem Minotaurus noch ein Dunkelelf stand. Weil, das ist mir jetzt auch mal passiert, und zwar bei einem Skaven-Rattenoger. Da habe ich die Stormwürme dahinter nicht gesehen. Der war einfach ein Ninja. Die sind echt so klein. Ja, ja. Das ist völlig irre. Ich sage, das ist so ein Trick, so in 9 von 10 Fällen klappt er nicht, aber in diesem einen Fall, da freust du dich dann. Aber wie, ne? Ja. Das ist echt ein Hammer. Muss halt den Spieler halt auch frei haben, das darf man auch nicht vergessen. Das stimmt schon, hast recht. Also ich habe so das Gefühl, das könnte mit dem Ball jetzt noch eine Weile dauern. Allerdings, wobei ich gerade irgendwie feststelle, ja komm, erstmal meine Lady zuschlagen lasse. Mal gucken, was passiert. Nichts. Okay, die ist handzahm geworden. Allerdings. Das finde ich jetzt witzig, dass du das getan hast. Ja. Hat so ein bisschen den Hintergrund. Ich vermute ja, dass du irgendwo versuchst, gleich mit einem Elfen irgendwie in diesen Kuddelmuddel reinzupieken. Sprich, irgendeinen Domino-Day-mäßig da reinzuschieben. Das ist so meine Vermutung. Soll ja seine Taktik nie offen äußern, aber in deinem Fall mache ich mal eine Ausnahme.
Das Schlimme ist, ich entscheide meistens relativ spontan, was ich so tue. Ich weiß, was du meinst. Ich kenne das von mir. Moment, dann machen wir es nochmal. Versuchen wir es mal das da. Gut. Tu dem Schnarchen weh. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Nee, überhaupt nicht. Komm, jetzt fängt der den Ball. Nein, auf die 17% versuchen wir das nicht. Los! Jawohl! Oh. Es gibt's doch gar nicht. Das würde ich auch sagen. Ach du Scheibenkleister. Ach, das gibt's doch gar nicht. Ah, shit. Das muss ich jetzt machen, sonst ist es nämlich alles für Bobo. Okay. Da ist der Ball dir aber geradezu in die Hände gesprungen. Ja. Allerdings. Ach nee. Jetzt ist natürlich. Es passt aber gut zu dem Ork, der den Ball bekommen hat. Damit du direkt auch so ein kleines Anekdötchen zu meinem Freundeskreis auch mal gehört hast. Der Nils ist der Sportlichste bei uns. Okay. Also, das passt gerade super gut, dass der den Ball gefangen hat. Wie mache ich das jetzt? Oh, schon wieder fällt einer hin. Also, du hast es auch mit zwei, ne? Ja, es ist mein altbekanntes Problem. Ich habe offensichtlich irgendwie ein Abo auf Einser. Wobei, das gilt nicht für meine Dunkelelfen in der anderen Liga. Da ist es bis jetzt tatsächlich relativ selten vorgekommen. Die machen ihren Job gut, ja? Ja, überraschend gut. Jetzt kann mich nur ein Skull retten. Ja, Ja. das geht auch. Also nach hinten kann jetzt nicht mehr laufen. Nee, da bin ich völlig bei dir. Oha. Aber ich will auch keinen von deinen Jungs verletzen, sehe ich gerade. Finde ich ganz in Ordnung. Ist anständig. Ach, ich dachte erst noch, haha, machst du mal den Troll, aber. Ja, mir fehlen jetzt halt die Rerolls. Das ist halt. Oh ja, das wird ganz schön anstrengend für dich werden. Ja, dann klappt natürlich auch noch sowas. Das macht, da macht das Leben umso mehr Spaß. Und ich habe Oh gedacht, Mann. dass diese smaragdgrüne Farbe irgendwie hilft, dass du meine Spiele vielleicht nicht siehst. Grün macht's besser, ja? Ja, grün macht alles besser. Was für eine Frage. So, genau. Warum kämpfst du gegen mich? Lasst uns verbrüdern gegen die Nicht-Grünen. Ah, so, Moment, jetzt gehen wir mal dahin. Dinge, die getan werden müssen, müssen getan werden. Oh nein!
Da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Da heißt, da baut man sich extra schon den zweiten Würfel auf und dann sowas. Ja. Glückwunsch zum Touchdown. Ich geb Gas. Yep. Und ich wollte ja eigentlich diesen einen Spieler da, den Silberhelm, befreien, damit ich da unterstützen gehen kann. Ne? Und dann kommt der Double Skull. Boah, ist das bitter, ey. Weißt du eigentlich genau, wie das in der DBBC jetzt hier im World Cup läuft? Also, das ist ja, wir machen jetzt nur dieses eine Turnier und nicht jeden Monat eins, oder? Genau. Weil sonst würden wir das zeitlich ja nie schaffen, ne? Also, ich wüsste auch nicht wie. Ich finde es jetzt schon sehr knapp, was da der Zeitplan ist. Deswegen harre ich also ganz bewusste Dinge, die da kommen. Wobei ich mich ehrlich gestanden schon sehr auf das gesamte Turnier gefreut habe, weil es halt eben schon irgendwo mal eine andere Herausforderung ist. Wir haben ja schon festgestellt, dass viele Spiele, die oder viele Spieler so ganz besondere Prämissen bei dem Spiel verfolgen. Wenn man die Becher-Mannschaften da teilweise sieht, die sind ja schon echt unterste Schublade teilweise. Inwiefern? Ja, die hauen, also da ist das Ziel, die gegnerische Mannschaft zu verstümmeln. Ich sage jetzt mal ganz bewusst, die Value-Drücker-Liste von mir will ich auch nicht da ganz außer Gefecht nehmen, wobei ich auch fairerweise sagen muss, es hat auch lange gedauert, bis sie da waren, wo sie jetzt sind. Ja, also das Spiel, das ich heute herausgebracht habe, da habe ich ja gegen einen gespielt, der hat eigentlich die ganze Zeit nur gefoult. Ach, echt? Ja, ja. Und der hat es auch nicht eingesehen, nachdem sein dritter Spieler vom Platz gestellt wurde. Er wollte also offensichtlich auf Nummer sicher gehen, dass er auch wirklich gefoult wird. Ja, und ich habe auch schon ganz viele erlebt, die halt auch wirklich am Ende in der letzten Runde noch faulen. Ja. Das ist so eine Unmode, finde ich, die da teilweise Einzug gezogen, also Einzug gehalten hat. Ja. Das. Puh, jetzt ist Motorrad teuer. Ja, ich musste auch zuschlagen, wo es nur geht. So, jetzt gehen wir erstmal so. Ich komme eh noch nicht so schnell hinterher, wie ich es gerne würde. Und dann. Ah, also meine Routen sind jetzt echt schnell vorbei. Nee, Naffel hat gerade was gegen mich. Total. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht krumm, aber ich muss bei den ganzen Elfen zusehen, dass ich ein bisschen was loswerde. Komischerweise immer von den Leuten zu hören, die gerade eben eine große Chance darauf haben, in Führung zu gehen. Ja. Sorry, ich hatte letztens noch die größte Angst, die ich hatte, als ich gegen dich im Community Garden hatte, ist, dass das die Leute gedacht haben, was ist das für einer, weißt du? Und jetzt bin ich umso glücklicher, dass du dann auch, dass ich bestätige, dass du so freundlich bist, wie auch in den Videos von dem Team von dir sehen. Trotz dieser Tatsache, was hier gerade passiert, ja. Trotz dieser Tatsache, ja. Nee, ich sehe das in Wahrheit ja gar nicht so eng. Also selbst wenn ich mal ausraste oder so, das ist halt so im Moment, weißt du? Mhm. So, man hat halt auch ein gewisses Temperament, sage ich jetzt mal. Ja. So oft, wie ich jetzt hier auf den Tisch knalle, kann ich dir sagen, ich bin da, was das Thema angeht, sehr... temperamentvoll. Hat gleich die Tendenzen zu, man flippt aus. Oh Mann! Also, meine Rüstung ist ja eher so ein bisschen Papier. Ich sehe nur zu, dass ich keinen verletze. Naja, brauchst dir da nicht mehr hinstellen, ne? Ich hab eh keine Zeit mehr dahin zu kommen. Du musst in der nächsten. Ja, aber Elfen können das in zwei Runden Touchdown. Und du hast das Glück gepachtet, was Sonderaktion angeht mit deinen Dunkelelfen. Nee, das verstehst du falsch. Ich benutze das Glück dort. Ach so. Und selbst da bringt's mir ja nichts mehr.
weil ich ja zwei Unentschieden habe. Und inzwischen kann man ja mit zwei Unentschieden nicht mehr in die Top 5 kommen. Wie ist das eigentlich, wenn ich dich jetzt mal andersrum fragen darf? Du darfst doch theoretisch so oft ein Team anfangen, wie du lustig bist, oder? Genau, soweit ich weiß, ja. Oha, 20 Siege, das ist die Serie. Genau. Einer hat's auch schon. Man stellt auch fest, dass es immer dieselben Mannschaften sind, die oben sind. Dunkelelfen, Echsen, Zwerge, und irgendwas anderes noch, was ich gerade vergessen habe. Ja, mit Zwergen hatte ich es auch versucht, aber die sind so langsam. Ja, man muss halt... Also, wenn man halt ein bisschen Levelglück hat, sage ich jetzt mal, kannst du es mit Zwergen, glaube ich, schon hinkriegen. Du kannst mit Zwergen schon krass dominieren. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Du musst mir immer sagen, wenn ich dann... Entschuldige, ach so. Bitte. Habe ich gerade überhaupt nicht gesehen. Ich dachte, du machst es mit Absicht. Nein, um Gottes Willen. Boah. Was für ein Typ wäre ich? Ups. Oh Gott. Ja. Bleib liegen. Ich mach den Touchdown, ist gut. Und tust dir nur weh nachher noch. Ja, das könnte tatsächlich passieren. Ja, ich kann. Weißt du, ich kann eh nichts machen. Und ich werde nichts machen. Weißt du, das ist auch dieses Typische, wenn du halt zwei Turns hintereinander im Grunde nur ein oder zwei Aktionen machen kannst durch einen erzwungenen Turnover, dann bist du eigentlich schon so dermaßen gefipst, dass, ja, dass du diese Halbzeit fast vergessen kannst. Ja, bin ich völlig absolut bei dir. Jetzt kriegst du sogar nur einen Spieler zurück. Nein! Ja, für mich kann ich jetzt nur sagen... Ja gut, ich meine, die Halbzeit kommt ja jetzt erst noch und ich werde tendenziell keinen deiner Spieler umhauen können. Das sehe ich einfach nicht kommen, weißt du? Mhm. Ich bin ehrlich gesagt jetzt gerade eben nur am Überlegen, welcher meiner Spieler den Ball aufheben und werfen darf. Und ich glaube, ich lasse das tatsächlich einen Blitzer machen. Dieser Prinz Alderaan, der Erste, ist aber nicht an irgendeinen explodierenden Planeten von Star Wars angelehnt, oder? Nö, überhaupt nicht, weil okay. Ich mache in der Regel selten Namensexperimente mit meinen Mannschaften. Mhm. Also, das ist wirklich nur bei der Community Garde eigentlich im großen Stil so und ansonsten eigentlich nicht. Wenn da mal wieder ein Platz drum frei wird, ne? Hier melde ich nochmal offiziell Bedarf an. Okay, ich schreibe dich nachher in die Liste. Ich hatte es schon unter einen Kommentar gesetzt, aber das ist... Achso, ich habe dich, glaube ich, sogar schon drin. Aber es gibt auf jeden Fall nochmal eine und wenn es eine mit einer neuen Rasse ist, dann habe ich halt zwei. Was? Siehst du? Ich wusste, warum ich das tue. Ach, ich wusste das, ey. Irgendwie die innere Uhr sagte, ich gehe mal auf Nummer sicher. Okay, jetzt wird's natürlich interessant. Eieieiei, weißt du, was das Schlimme ist? Ich muss jetzt diesen scheiß Ball aufheben. Ohne Experimente. Das Schlimme ist, dass du noch keinen Dodge hast. Das ist mein Glück. Ja. Eieieiei. Na, und jetzt versuchen wir das Ei einfach mal. Jetzt musst du eigentlich noch dahin. Okay. Überraschend genug. Wie weit kommen die? Nicht so weit. Puh. Wäre ja jetzt wichtig für mich, ne? Ich bin auch schon ganz gespannt. Hm.
Okay. 11 Grundplan ist aufgebaut, ja. Ja, ja, es hat zum Glück alles geklappt. Jetzt muss ich halt ohne diesen Reroll arbeiten. Das Einzige, was mich das machst du natürlich schon mal sehr, sehr clever. Ich meine, ich werde es jetzt riskieren, egal wie viele Leute du ranstellst, ne? Ja, das ist völlig richtig. Ich muss natürlich gucken, dass ich so einigermaßen ein, zwei Leute mit Geschick 3 in die Bresche bringe. Weil das Abfangen ist ja dann doch hier schon ein notwendiges Thema. Ach, das ist ja alles unglücklich. Wünscht man sich tatsächlich, dass einer von denen schon auf noch Stahl hätte. Oh, ich sag's dir, das wäre jetzt für mich der Untergang. Ich stehe auch gerade fest, ich habe schon direkt einen Fehler gemacht. Nee. Erst bewegen. Wenn ich jetzt Glück habe, kannst du nur schieben. Dann. Das ist natürlich unglücklich. Ne, müssen wir reholen. Gibt's doch gar nicht. Selbe Ergebnis. Ja. Okay, dann. Autsch. Hoffe ich jetzt auf etwas Schmerzbewusstes. Ja, offensichtlich. Boing! Was war das für ein Tub in der Leitung? Weiß ich nicht, ich hab grad nichts gehört. Oh, okay. Dann bin ich einzigartig. Das ist dein Tinnitus, der meldet sich grad. Ja, dann habe ich so die Vermutung, dass der Pass in die Mitte kommt gleich. Puh, ja, ich muss jetzt. Oh, du bereitest mir echt Kopfzerbrechen, weißt du das? Ich gebe mir auch gerade alle Mühe, die ich nur irgendwie aufregen kann. So, eigentlich muss ich ja mit ihm jetzt. Ja, das ist alles so. Mehr so halb gut, weißt du? Weil de facto muss der hier weg. Sonst ist alles schon mal ziemlich kacke. Bleiben. Gut, das hat schon mal funktioniert. Dann muss ich. Das ist unrealistisch. Also ich habe so versucht, dass du dich da irgendwie durchnaffeln musst. Ja, ja, das sehe ich auch. Das sehe ich. Das wird eher so eine Naffelkiste. Okay. Das gibt's doch nicht, ey. Das okay. Oh mein Gott. Oh, bitte nicht. Ja, mein Lieber. Yes. Gratulation. Halleluja. Ich habe noch eine viel frechere Aktion mit meinen Dunkelelfen abgezogen. Da habe ich sowas mal auf die 50% gemacht, ohne Reroll und völlig freistehend, weißt du so. Und es war nicht der letzte Zug. Das ist natürlich jetzt schon ein starkes Stück. Ja, weil ich kann ja jetzt versuchen, den Ball so ein bisschen zu halten, ne, und meine Spieler in Position zu bringen. Und ich bekomme sogar einen wieder. Jetzt mal ein bisschen unkonventioneller aufstellen. Ja, jetzt kommt die breite Formation.
Oder wie es Reike mal gesagt hat, die preußische Schützenlinie. Ja, allerdings. Das macht dann natürlich als Hochelfen besonders Spaß, sich da durcharbeiten zu dürfen. Ich habe auch die Hoffnung, dass es für dich sich als etwas schwieriger gestalten wird. So. Das ist auf jeden Fall eine kreative Aufstellung, die du da hast. Nennen wir es mal so. Ja, so ein bisschen Stärke 4 außen finde ich immer ganz charmant, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja viele dann irgendwo so am Rand stellen und da du noch nicht so viele Leute mit Blockskill hast, ist das so der Hintergrund, warum das so gedacht ist. Und hoffentlich aufgeht. Ach, hoffentlich. Ich persönlich hoffe das ja nicht, aber... Okay, du bist da, du bist da, du gehst noch dahin. Moment. Was ist denn jetzt der mit den 3 Punkten? Da ist der mit den 3 Punkten. Wenn es nach mir geht, baut der die aus, weißt du? Ich jetzt auch. Der wird sich über die 3 Punkte auch freuen. Machen wir, glaube ich, tatsächlich so. Jo. Ja, dann auf eine schöne zweite Halbzeit, ne? Herrlich. Das Geile ist, du hast eigentlich nur 4 Spieler zur Verfügung und mit denen ist wenig zu machen, ne? Ja, der charmante Vorteil in dem Fall ist es ja dann doch so, dass ich da meine Taktik kontern kannst, ja. Ich ein bisschen aushebeln kann, das stimmt. Ach, ist das schön. Die Frage ist, will ich die aushebeln gerade? Das ist noch viel mehr die Frage. Die Jungs bleiben da, das ist gut, damit bin ich einverstanden. Der Blitz ist für diesen Freund hier. Double Skull! Nice. Nice. Man muss es nur oft genug schreien, weißt du, dann hört's Naffel vielleicht auch mal. Wie oft mich dieser Blitz schon genervt hat. Das kann ich dir sagen. Okay, wie machen wir das jetzt? Also du stehst jetzt tendenziell einfach mal up. Gut, dann sichern wir den Ball. So als erste Amtshandlung. So ohne Dodge-Skill könntest du ja mal ein paar Einsen würfeln. Das würde mir tendenziell gefallen. Es gibt Dinge, die tue ich nicht so gern. Na, hab ich mir gedacht. Dann geh mal dahin. Weißt du, die Einser, die hatte ich schon. Muss man jetzt nicht noch mehr haben. Vor allem, wenn man dann auch noch solche schönen Sachen würfeln darf. Kann ich jetzt noch mit leben. Ja, weil es mir halt jetzt komplett alles hier verbaut. Muss ich eventuell tatsächlich anders versuchen. Es ist nicht zu fassen. Gut. Ah. Rückspiegeltaktik. Probieren wir es einfach mal. Huh.
Ist der Wahnsinn, ich habe alle schon bewegt. Man fasst es nicht. Unglaublich. Ja. Ich würde es feiern, wenn der einmal doof wäre. Nee, lass mal lieber. Ach, dafür sind die doch da. Das ist doch quasi artgerechte Haltung, wenn der ein Fragezeichen über dem Kopf hat. Und das ist so schön, weil ich das die ganze Zeit auf meine Frau übertrage. Eieiei. Weißt du, es sind ja auch immer nur so zwei Pünktchen, ne, damit er wenigstens auf die Bank geht. Ich meine, ich will ja nicht wirklich, dass er... Also meine Orks haben ja Lust, was zu moschen, ne? Aber weil du es ja bist, ne? Ach, die Bank kennen meine Elfen jetzt schon zu Genüge, weißt du, ist ein bisschen langweilig. Ach, ja. Das sind auch immer die falschen Spieler, mit denen du die Double Skulls würfelst. Entschuldigung, die Bowster Owns, weißt du das? Ja. Mach's doch mal mit den Schwarz-Orks. Oder mit dem Troll, da macht's noch mehr Spaß. Da haben wir beide was davon. Du vielleicht eine Verletzung und du und ich deinen Turnover. Moa. Eieiei. Das ist aber echt so, ne? Die Jungs wollen sich nicht verletzen lassen. Juhu! So, da ist kein Durchkommen, da ist kein Durchkommen. Wir können am Anfang die unsicheren Blocks zu machen. Ich finde das so süß, wenn du da von unsicheren Blocks redest. Ja, stimmt. Die dann halt auch diese ganzen Down-Ergebnisse liefern. Das ist echt unglaublich, ne? Also ich meine, er würde ja mal sagen, tendenziell sagt die Mathematik, ich müsste mal jemanden verletzen, aber auch die will heute sagen, lassen wir das mal lieber. Die Mathematik... Die redet nix. Das verstört mich jetzt ein klein wenig. Ich will sie auch nicht zu leicht gestalten. Moment. Oh Gott, ey, das ist so. Ich das hasse, ey. Aufstehen. Schlimm ist, ich komme da halt auch echt nicht raus. Aber ich muss sie allein deswegen aufstellen, weil du sonst komische Sachen machst. Ach ja. Yes! Ich doch. Doch, doch, doch. Der Nils, der Nils. Ah nein. Punktemaschine. Das ist sehr sympathisch. Gut. Und das wiederum nicht. Okay, jetzt muss ich bloß aufpassen. Dass du da noch nicht rankommst an das Ei. Ja. Ich habe die Hoffnung, dass du noch ein paar Einsen würfelst. Ja, natürlich würfel ich noch Einsen.
Von denen habe ich immer genug. Die gehen mir so schnell nicht aus. Na, immerhin. Das finde ich jetzt schon frech. Kannst auch mal eine 1 kriegen. Nee, lass mal. Skulls! Oh, Mann. Ich muss mir noch ein bisschen Platz hier organisieren. Wieder nix. Kommen wir wieder zu den unsicheren Blocks. die ohne Block, ne? Ja, genau. Und nach wie vor finde ich das echt süß, wie du das formulierst. Ach hier, verdammte Hacke. Hab ich jetzt das hättest du gerne machen können, ich hätte es gern gesehen. Ich hab nicht aufgepasst. Ja doch, du hast ja aufgepasst, du hast es gemerkt. Jetzt ärgere ich mich aber über mich selber gerade. Verdammte Hacke, ich hatte einen super Plan, ich gehe nicht mehr auf. Vielleicht tue ich den ja weh. Hm? Nee. Nee. Halten wir fest, ich mag den Typen nicht. Dieser Troll, ey. Ich habe noch nie, glaube ich, so viel mit einem Troll gelaufen wie in diesem Spiel. Dieser Troll trollt mich. Das ist mein Troll, sozusagen. Kannst deiner Frau Grüße ausrichten. Anni kann gerne was sagen. Das wird sie sich sehr drüber freuen, wenn sie dann im nächsten Video mal von sich selber hört. Ich halte mich zurück. Ausgezeichnet. Uiuiui, okay. So, wups. Und ja, jetzt müssen wir das da machen. Das da machen. Das da. Bitte tu es nicht. Gut. Dann. Ey, wie oft diese Frau! Oh. Wie oft die mir jetzt hier schon eine draufgegeben hat! Oh, nicht zu fassen. Oh. Ui! Nein! Oh Gott! Oh nein, ich verpasse aber das nächste Spiel. Ja, hervorragend. Das ist ja nicht zu fassen, aber ich sag ja, wenn ich komme einmal durch und dann ist es gleich dann richtig, ne? Ja. Oh nein. Dann trifft's auch gleich den, der wichtig ist, ne? Ja, auf jeden Fall, ne? Ach ja, jetzt haben wir natürlich eine tolle Ausgangsposition. Ich habe sogar noch einen Fehler gemacht. Ich wollte eigentlich mit dem blitzen, hat sich aber erledigt. So oder so. Aufstehen hier. Und dann. Alles muss man selber machen. Hinfallen! Oh. Ja, als 2 plus, das reicht. Ich habe das heute auch schon ein paar Mal nicht geschafft. Blöd sein! Meine Frau, Mann! Blöde. Hinterher. Tut mal weh. Nee. Hinfallen! Niemals. Doch, hinfallen! Niemals. Hinfallen! Oh, Mann. 2 plus. Oh, Mann, ey. Double Skull! Niemals. Das gibt's doch gar nicht, ey. Mann, oh Mann, Spiel, oh Mann. Ah, aber okay. Hier muss der Viro her. Das hilft nichts. Ich muss die umnocken. Ist alles murkselig. Wenn die stehen, ist halt einfach doof.
muss der natürlich auch noch dahin fallen. Ja. Muss hinterher. Ich finde das auch ziemlich murksig gerade eben. Alter Schwede, ey. Oh, nee. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, oder links. Du glaubst, du hast Probleme? Das ist echt ein Thema für mich. Also ich hätte das andere genommen. Drück mir mal die Daumen, dass ich mich fall hin, fall hin! Ey, dieser Ork, ich hasse ihn! Oh, Mann, ey, das gibt's doch gar nicht, ey. Eieieiei, jetzt stehst du erstmal auf. Kriegst du noch einen Herzklappers? Ja. Dieses hohle Geräusch, ne, ist übrigens. Ein 14 Jahre alter Scotch. Ja, Scotch ist eine coole Sache. Yep. Das gibt's doch gar nicht. Ey. Immerhin. Das gibt's auch nicht. Sehr gut. Und wunderbar. Nee. Wie sagt unsere Kanzlerin immer so schön? Keine Experimente. ja. Willst du auch noch meinen Troll ärgern? Natürlich. Die ärgert zurück, ne? Kann ich mitleben. Ah, gut. Bin gespannt, was du gleich sagst. So. Gut. Ja. Auf 3 Plus kann ja auch mal was klappen. Du hast es mir gerade vorgemacht. Beschwer dich nicht. Stimmt allerdings. Stimmt völlig. Das ist man als Elf gar nicht gewöhnt, wenn die ganzen 2 Pluser nicht klappen, ne? Du hast ja auch gesehen, wie sehr er den Ball wollte mit einer glatten 6. Hinfallen! Oh. Das ist mein neuer Kampfschrei, weißt du? Ja. So, dann haben wir das, das und das. Ein bisschen Ärger machen hier. Können wir ja auch ganz gut. Der Orks sind, glaube ich, generell ziemlich groß im Ärger machen. Allerdings. So. Wenn, dann machen wir es auch richtig. Der Typ stinkt. Das ist ein Ork, ich wette, der hat sich seit Jahrhunderten nicht gewaschen. Oh, Gott sei Dank. Natürlich ja, muss es ein K.O. sein. Weißt du, ich hatte mir ja noch überlegt, ach, du bist doch nicht zu fassen, ey. Wie dir die Bälle ständig in die Hände fallen. Ist der Nils, ne? Ne, ist der Pivo. Ah, Pivo freut sich auch, wenn er sieht, dass er dabei ist. Eieieiei. Fangen wir mal an wieder mit den unsicheren Dingern. Ich habe diesen einen Schritt nur deswegen nicht weggemacht, weil ich mir sicher war, dass das dann die 1 wieder gewesen wäre, weißt du? Mhm. Ja. Ich kenne das ja. Völlig, ich bin da auch bei dir. Da, das passiert dann auch und dann ist auch nicht mehr lustig, dann
ist Tischkante, dein bester Freund. Ach, hier die Elfen, ne? Die sind aber aus dem Grazil, das ist einfach zum Heulen. Ich find's ja so gemein, dass du mich jetzt zu so vielen Einserwürfeln zwingst. Ja, ich muss, ne? Irgendwie muss. Du hast keinen Reroll mehr, ich verletze keinen. Stattdessen bringst du mir meinen lieben Kumpel Schnarch um die Ecke. Ja, aber du brauchst den doch gar nicht, wie du ja gerade gesehen hast. Der Ball will ja zu dir. Ach so. Ja, stimmt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. 8 gegen 10 und da kreuze nicht bei mir. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Yes. Okay. Das gibt's doch nicht. Bin ernsthaft am Überlegen. Ja, ich kann's verstehen. Ich bin froh, dass der Ork dasteht und nicht, wie ich ihn ursprünglich gedacht hatte, zu setzen, weil ich wollte ja noch mal gierig sein und pushen. Komm, noch eins. Oh, Gott sei Dank. Mist. Probleme über Probleme. In meinem ursprünglichen Plan sollte mein Pass-Ork hier, der Werfer, eigentlich auch so schnell wie möglich Team-Captain kriegen, weil zwei Rerolls ja einfach so unglaublich wenig sind. Ja, war natürlich wieder eine 1. Weißt du, es ist nicht eine 2, es ist eine 1. Ja, mit ein bisschen Würfelglück sollte das ja kein allzu großes Problem darstellen. Ja, ich habe so eine Überlegung, die könnte mir jetzt ganz gelegen kommen. So ein bisschen Domino Day, wenn das so klappt. Ja, klappt. Ja. Dann bewegst du ihn jetzt natürlich nach hinten weg. Okay. Sollte anders laufen. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass es anders laufen sollte. Hatte ich so angenommen. So, jetzt darf man bitte... Gott, das gibt's doch nicht. Die will auch einfach keinen verletzen. Das ist einfach eine zu gute Seele. Das ist eine zu gute Seele. Oh Mann, ey. Wie du auch meine Leute zustellst. Das ist so etwas, was ich echt noch lernen muss. Boah, sehr gut. Kann man jetzt auch mal ein bisschen was wehtun, das fände ich gut. Oh. Günstig. Ja, da hast du jetzt richtig gute Chancen. Ach du Scheibenkleister. Ach, wie schön. Wir zwei. Okay, du gehst jetzt schon mal da runter.
Gott, ich habe so unfassbare Probleme, die ich hasse. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass dem Naffel jetzt mal sagt, es war jetzt genug für heute. Ich hatte noch nicht so viel Glück, wie du denkst. Nee, das stimmt auch. Ich widerspreche jetzt auch nicht, sondern ich mecke auf oder jammer auf hohem Niveau. Okay. Ja, dann. Fuck it. Nein! Ich bin so blöd! Ich hab den Blitz vergessen. Ich hab den Blitz vergessen. Ah, oh, dann klappt das auch noch. Also manchmal könnte ich mich selber treten, weißt du das? Ja, also da in so Fällen kann ich dir auch nicht... Oh, das ist echt ärgerlich. Das macht jetzt auch sehr viel aus im Spiel, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja. Fuck. Großartig. Ich bin jetzt ratlos, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, und dann passiert sowas, weißt du? Ach, scheiß drauf. Klappt eh nicht. Was soll ich machen? Oh Mann, das nimmt mir jetzt gerade echt ein bisschen den Schwung raus. Oh Mann. Das Schlimme ist, ich glaube, ich bin sogar verrutscht, weil ich wollte eigentlich, ich mache das immer mit Doppelklick auf den Spieler und ich glaube, ich bin versehentlich auf das falsche Feld gerutscht und dann bin ich gelaufen statt. Jetzt kann nur noch ein Wunder helfen. Ich meine, ich hätte es ja akzeptiert, wenn da jetzt der Skull gekommen wäre oder Bowstown, weißt du, oder nur schieben. Aber das ist jetzt, boah, das ist ätzt. Du willst natürlich trotzdem nochmal einen rausschieben. Ja, das ist, ohne dir was Böses zu wollen, ne? Aber ja. Das wird sonst bei mir echt ganz schön düster aussehen. Komm, Double Skull, einmal, ich hatte auch schon einen. Ah, ja, nee, ist klar. Ach, das war ja schlau. Na, das war gar nicht so unpfiffig. Ui. Nehme ich. Ist halt so. Oh Mann, was ich jetzt riskieren muss. Ja, genau. Das ist das, warum ich jetzt gesagt habe, ach komm, ey, und sicher ist sicher. Klappt eh nicht. Ja, ich komme nicht mal auf die 3. Ja, GG. Dankeschön, auch wenn das jetzt einen ganz bitteren Beigeschmack hat. Man sollte solche Sachen mit Doppelklick einfach nicht machen können. Ja. Da erwischt dich dann halt manchmal echt die Steuerung. Dann bist du ein bisschen hippelig nervös, weißt du, und dann machst du so einen Fehler. Was mich am meisten wurmt, ist, dass ich in der ganzen ATL ja kein Spiel verloren habe und jetzt... Ah, und hier verliere ich jetzt eins.
Das stimmt, es ist jetzt auch alles, das ist jetzt im Prinzip nur noch Figuren schieben. Ja. Es tut mir echt leid, ne? Es ist echt, also es tut mir echt wirklich mega leid. Ja, du kannst ja nichts für meinen Fehler. Das ärgert mich jetzt einfach nur, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Ist vielleicht einfach die ausgleichende Gerechtigkeit für das Glück, das ich in anderen Spielen dann manchmal habe. Mhm. Ja, trotzdem, das ist schon. Das ist schon gemein. Beeindruckend finde ich, dass der Troll halt wirklich komplett durchhält, ne? Ja, es steht immer einer neben. Irgendeiner hält Annika die, immer die Hand. Also, es ist so. Ja, da kann nichts mehr passieren. Faul mache ich nicht. Ja, also ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, was ich überhaupt noch versuchen sollte, weil alles, was ich jetzt tue, ist eigentlich Selbstmord. An den Waldträger komme ich eh nicht mehr ran. Das ist so. Ja. GG. Danke für das trotzdem schöne Spiel. Das hat mir echt sehr Spaß gemacht. Also war vom Grundsatz her ein schönes Spiel, weil die Kommunikation zwischen uns beiden so schön war. Ja. Na, ich hoffe einfach bloß, dass ich wenigstens gegen die anderen so ein bisschen in der Gruppe ein bisschen besser dastehe und nicht solche Fehler, nicht diesen einen Fehler mache. Also im Grunde, wenn ich jetzt mein Spiel so Revue passieren lasse, es waren leider relativ viele Einsen dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt besonders häufig waren, aber ich hatte das Gefühl, dass meine Rerolls so schon ein bisschen geschmolzen sind. Teilweise halt auch so wegen, ja, Lappalien. Mhm. Und auf der anderen Seite hatte ich halt zwei Runden nicht, ne, weil halt gleich auch wieder Bowstown war, was natürlich auch wieder auf die mangelnden Rerolls, die ich dann hatte, natürlich zurückzuführen ist. Und dieser eine Fehler gerade eben, der hat mir halt wirklich das Genick gebrochen. Ja. Dafür hatte ich wiederum das Glück, in der ersten Halbzeit nochmal ausgleichen zu können, aber auf der anderen Seite, das waren zwei Würfelwürfe letzten Endes auf die 3 plus, ne? Also die dürfen auch klappen. Ja, definitiv. Also es war jetzt nichts, wo du, wie du es schon gerade analysiert hast, irgendwie ein Punkt wäre, wo er jetzt gesagt hat, das wäre unmöglich gewesen. Ich hatte halt eben geguckt, dass ich dich zustelle, soweit das geht. Ja. Und in der ersten Halbzeit hast du einfach super gut gemacht. Deswegen ist dieser Missklick ein umso größeres Ärgernis, weil es hätte vielleicht auf ein Unentschieden rauslaufen können. Oder noch auf was anderes, ne? Das ist halt immer so das Thema. Ja, du hast mich auf jeden Fall gut aufgehalten. Vor allem dein Troll, also deine Frau. die hat ja dreimal Leute beim Ausweichen von mir erwischt, ne? Ja. Das hat auch ganz schön die Rerolls gezogen. Also zumindest, glaube ich, ein oder zwei hat das, glaube ich, echt gezogen. Ja. Ja, definitiv. Eieiei. Sag mal, was heißt denn Überprüfung der Partie? Bist du da auch schon angekommen? Was? Überprüfung der Partie? Wo steht denn das? Hast du diese Partie überprüft? Bestätigt einer der beiden Coaches die Partie nicht? Muss ein Kommissar entscheiden, wenn du jetzt auf Schließen klickst? Ich weiß nicht, ob du nochmal mit den über die einzelnen Fälle gleich nochmal drüber gucken willst. Ich sehe es gerade eben, ja. Hast du diese Partie überprüft? Das Endergebnis ist weder durch Cheats noch durch technische Probleme zuständig. Ach so! Nein! Ja, technische Probleme nicht, nur durch einen Missklick, und das ist meine eigene Schuld, ne? Ja. Okay. Dann, ja, Moment, ich muss nochmal. Ja, bestätigt, ne? Einer der beiden Coaches die Partie nicht? Also muss ich dann wohl Ja klicken, ne? Ich hätte jetzt auch Ja geklickt. Ich klicke mal Ja. Klicken wir beide mal blind Ja. Letzte Partie deines Tabells wurde bestätigt, alles klar. Okay, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute, und dir vielen Dank fürs Spiel. Ich hab dir auch zu danken. Das war. Ich kann nicht mal sagen, dass es lehrreich war. Es war, nee, einfach nur, ich kann für mich gerade eben durch meinen Fehler keine Lehre ziehen, weil das war einfach so ein scheiß Flüchtigkeitsding, total, weißt du? Total, ich kann dir auch überhaupt nicht widersprechen, also war es ein Gegner auf Augenhöhe, das sage ich dir jetzt nochmal ganz klar. Jo, dankeschön, ich guck mal gerade eben nochmal in die Bestenliste, dass man mal sieht, wer das überhaupt alles noch so drin ist. Ich glaube, es gibt sogar nur noch einen, der da, eine Paarung, glaube ich, muss noch spielen, oder? Das sind, glaube ich, immer 8 pro, weil es ist ja 7, sind ja 7 Spiele angesetzt. Ja. Oh, mein Werfer, das tut so weh.
Aber ich sag's mal so, man hat auf jeden Fall. Ja, also ich hoffe ja, dass ihr dir nächstes Mal fehlen wird. Da bin ich ja dreist jetzt, ne? Ja, das darfst du auch. Oh, nee. Ja, nee, also ich persönlich, also im Gegensatz jetzt zu anderen ja, Ladder, ist ja jetzt mit einer Niederlage hier noch nicht Hopfen und Malz verloren, ne? Da kann ja noch einiges sich jetzt drehen, wenn man jetzt im Grunde alles andere gewinnen würde. Richtig. Ich bin mal Deswegen. gespannt. In der besten Liste ist derzeit Jurassic Giants zweimal vertreten. Mal gucken, was da noch so passiert. Der besten Liste? Du meinst in der anderen, oder? In der Ruhmeshalle, also bei. Ach so, ne, in der Gesamt. Ach, Gruppe A, oh. Stimmt. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Gruppe E. Moment, also. Ruhmeshalle? Moment, da bin ich falsch. Hä? Ich kapier's nicht. Ich stehe auf dem ersten Platz, ich bin happy. Ja, das, wobei, also, das wollte ich sowieso mal, auch mal diskutieren. In der ATL diskutieren wir drüber. Das scheint keine Logik zu haben, wer oben steht. Das scheint Zufall zu sein bei Punktegleichstand. Das kann durchaus sein, ne? Weil also ich sehe gerade, dass theoretisch Keys to Your Heart mit 2-0 gegen Elvish Emergency gewonnen hat. Das heißt, die hätten eigentlich auch oben stehen müssen. Ja. Vielleicht hat das auch was mit Rüstungsdurchbrechern zu tun. Also, das muss irgendetwas sein, was du im Grunde nicht rauskriegen kannst. Ich habe es in der ATL mal analysiert. Da stehen zum Beispiel ich gerade eben auch mit dem Finn, beide auf Platz 1 zurzeit. Und ich habe halt, also wir sind genau punktgleich. Wir haben dieselbe Anzahl von Spielen gewonnen und unentschieden gespielt, beide keins verloren. Und Touchdowns habe ich definitiv, glaube ich, mehr gemacht als er. Also auch an der Touchdown-Differenz kann es auch nicht liegen. Ich bin da. Wir haben auch schon überlegt, ob es am Punktwert liegen kann, aber dann habe ich gesehen, dass im mittleren Bereich der ATL Leute gleiche Anzahl Siege, unentschieden Niederlagen haben und dann ist es genau umgedreht vom Punktwert her, weißt du? Also, dass da nicht sozusagen der mit dem höheren Punktwert oben steht, sondern der mit dem niedrigeren. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, das folgt keiner offensichtlichen Logik. Nee, wollte ich gerade sagen, das ist ja überhaupt nicht nachzuvollziehen. Ja. Vielleicht ist es die Anzahl der Medics, die man hat. Oder des Fanfaktors. Aber Fanfaktor wäre ja auch wieder Panne, weil das ist ja im Grunde ausgewürfelt. Stimmt. Insbesondere bei Unentschieden. Naja, Stimmt. also nochmal vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuschauen und dir für das Spiel. Ich wünsche euch eine Genau. schöne Zeit. Tschüss und Ade. Tschüss und Ani.